Für die meisten ist es ja eine Horrorvorstellung, kein Geld zu haben. Doch es gibt Menschen, die kommen gut damit zurecht. Sie leben ganz bewusst ohne Geld. Es gibt sie, sie sind längst unter uns. Bisher hat sie nur kaum jemand als Ideengeber wahrgenommen. Ein Leben jenseits der Konsumgesellschaft, ein neuer Trend. Aber was sagen die dazu, die verzichten müssen, die arm sind in unserem Land voller Luxus? Und dann gibt es ja auch noch die, die ihren Wohlstand gerne genießen. Ein freiwilliger Verzicht auf Geld wäre natürlich undenkbar für sie. Glücklich ohne Geld? Geht das? Darüber reden wir jetzt mit unseren Gästen. Raphael Fellmer ist genau das, nämlich glücklich. Er kauft nichts ein, er bezahlt nichts, er verdient nichts. Geld hat er aus seinem Leben komplett gestrichen. Wirklich, Herr Fellmer, nichts, was Sie sich in irgendeinem schwachen Moment mal gönnen würden? Also da bin ich ganz ehrlich, ich habe diesen Weg des Geldstreiches aus freien Herzen gewählt. Und genauso wie ich ein Veganer bin aus freien Stücken, vermisse ich da auch nicht das Hackfleisch irgendwann mal oder auch nicht das kleine Shoppen im großen oder kleinen Supermarkt. Von daher ja, bin ich da frei von diesem Konsumzwang. Auch frei von jeder Sehnsucht. Und frei von jeder Sehnsucht. Also die meisten Sehnsüchte, die erfüllen sich sowieso im Leben. Ich glaube, wer ein bisschen Vertrauen hat in das Leben, dann kommen die und dann kann man sich umso mehr freuen. Mhm. Und wir schätzen eigentlich alles, was wir finden. Genauso bei dem Bio-Supermarkt, wo wir die Sachen alle 3 Tage so abholen. Da sind halt auch manchmal Bananen dabei, manchmal nicht. Jedes Mal, wenn irgendwelche besonderen Sachen dabei sind, dann freuen wir uns natürlich noch mehr. Aber ich glaube, es sind alles Geschenke der Erde, die sollten wir auch als solche wertschätzen. Genau, denn trotz Ihres Entschlusses, auf Geld zu verzichten, führen Sie ein gutes Leben. Mhm. Sie haben auch ein Dach über dem Kopf und Sie haben es gerade angedeutet, zu essen fast zu viel. Wir schauen mal in Ihren Alltag in Berlin rein. Raphael Fellmer, ein Mann im Geldstreik. Lebensmittel, die noch gut sind, aus dem Müll fischen. So sah sein Alltag lange Zeit aus. Das ist quasi jeden Tag wie eine Überraschungskiste. Chips gibt es zum Beispiel nicht so oft. Deswegen ist es sehr schön, dass da heute sowas gibt. Inzwischen hat Raphael einen Deal mit einer Bio-Supermarktkette. Er bekommt genießbare Lebensmittel, die trotzdem in den Müll gewandert wären. Dafür berät er die Märkte in Sachen Nachhaltigkeit. Die Ausbeute ist unfassbar groß. Zum Glück konnte ich es jetzt retten, aber das passiert in jedem Supermarkt und da geht ganz schön was in Jordan runter jeden Tag bei uns. Ganz viel bleibt übrig zum Verschenken an Nachbarn und Bedürftige. Kekse sind auch, glaube ich, gut. Und als was für einen Menschen hast du Raphael so kennengelernt? Sehr offen, sehr freundlich, immer hilft uns. Raphael wohnt mit seiner Frau Nieves umsonst bei Freunden. Dafür hilft er denen in Haus und Garten. Letztes Jahr kam Tochter Alma Lucia zur Welt. Kennengelernt haben sich Raphael und die Spanierin auf einer Reise nach Mexiko. Da war der 29-Jährige zum ersten Mal ohne Geld unterwegs. Nieves fand's toll. Und zu Hause haben sie dann beschlossen, wir machen weiter. Sie können gut leben, auch ohne Geld. Küchenmöbel zu verschenken. Was Raphael nicht braucht, gibt er umsonst ab. Auch übers Internet. Das können viele Menschen gar nicht glauben. Und wir sind es gewohnt, dass wir eine Umzugsfirma bezahlen, wenn wir umziehen wollen. Wir gehen zu einer Prostituierten, wenn wir Sex haben wollen. Wir gehen zu einer Masseurin, wenn wir eine Massage haben wollen. Und so weiter und so fort. Aber da ist gar kein menschliches Miteinander mehr da, weil das Geld eben da uns Menschen auseinandergetrieben hat und korrumpiert hat. Nur für Tochter Alma gibt's Kompromisse. Die Familie bezieht Kindergeld, um die Krankenversicherung zu bezahlen. Was wird Alma wohl mal zum Lebensstil ihrer Eltern sagen? Kann man Kindern auch ohne Geld ein sicheres und schönes Leben ermöglichen? Die Frage heben wir noch auf. Die ist wichtig. Die beschäftigt nämlich auch andere Gäste hier noch in der Runde. Zunächst ein anderer Punkt. Viele sagen vielleicht, der Raphael Fellmer spinnt. Warum so eine krasse Entscheidung? Sie könnten doch einfach hier und da ein bisschen sparen. Also erstmal, glaube ich, leben wir in sehr extremen, radikalen Zeiten. Wir haben heute einen Großteil der Bevölkerung auf der Erde, der sehr viel Hunger leidet, über 1 Milliarde Menschen. Und gleichzeitig gibt es über 1 Milliarde Übergewichtige und sehr viele andere, die mehr haben, als sie brauchen. Von daher, glaube ich, gehört heute in so einer Zeit dieser extremen Unterschiede auch eine extreme Entscheidung dazu, eben zu sagen, ein Geldstreik ist, glaube ich, nötig. Es soll nicht heißen, dass wir alle im Geldstreik leben sollten, aber ich glaube,
glaube, wir sollten alle anfangen, bewusster, ganzheitlicher mit unseren Entscheidungen, Konsumentscheidungen umzugehen und zu gucken, wie hänge ich eigentlich mit meinem Leben, mit dem Leid von Tieren und Menschen zusammen. Mhm. Herr Plöger, Sie haben ja ein Buch geschrieben. Ist es so, dass die Aussteiger in der Regel dann so radikale Antworten finden? Nein, ganz und gar nicht. Radikal sind die Ausnahme der Antworten, die diese Leute finden sollen. Aber ich glaube, die Frage ist an sich schon radikal, nämlich die Frage, wie können wir aus diesem ewigen Zyklus, aus dem, was uns das Geld auch letztendlich vorgibt, wenigstens ein Stück weit aussteigen. Und das machen viele Leute in dem Buch. Denn die Frage ist ja, die Grundfrage ist ja, wie können wir uns ein gutes Leben schaffen? Ja, genau. Wir wollen alle zufrieden leben, ja. Und das ist die Grundfrage. Ja, ja, ja. Ist es gut, dass es so einen gibt wie ihn? Er erinnert mich ein bisschen an Reinhold Messner, der sich auch die Finger abfriert ja. dafür, dass er ein Ideal vorlebt. Na, nun können nicht alle auf den Nanga Parbat steigen. Nicht wahr? Das ist eben genau das Ding. Nein, also uns würde ja der Teutoburger Wald auch schon reichen. Mir reicht es nämlich, ich wohne am Teutoburger Wald und ich würde für mich auch nur den Anspruch haben, im guten Leben da hochzukommen auf die 440 Meter. Ja. Es muss nicht die 4000 sein. Aber die Frage an sich ist das Entscheidende, glaube ich. Und die zu beantworten mit einem, ein gutes Leben kann ich nicht nur mit Geld erwerben, sondern die kann ich mir gerade dann, wenn ich auf Geld verzichte, auf die materialistische Ausrichtung, wenn ich darauf ein Stück verzichte, kann ich mir ein gutes Leben eher schaffen, als wenn ich nur dem Geld hinterher renne. Was ist der glücklichste Moment für Sie eigentlich am Tag? Bis jetzt. Also ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass wir wieder anfangen, uns von den Zukunftsängsten und Sorgen frei zu machen, aber auch von dem, was wir in der Vergangenheit getan haben, womit wir vielleicht nicht mehr so ganz d'accord sind. Und ich glaube, das Schönste ist, dass uns der Moment ständig begleitet, wie ein Bruder oder eine Schwester. Mhm. Und deswegen, dazu muss man aber auch Zeit haben dann. Wir haben alle die gleiche Zeit und wir investieren unsere Zeit in die Dinge, in die Projekte, in die Firmen oder in die Menschen, die wir für richtig erachten. Und ich denke, da sollten wir auch wieder mehr Bewusstsein an den Tag legen, nämlich zu schauen, bin ich wirklich ganzheitlich zufrieden und bin ich erfüllt mit dem, wo ich meine Zeit investiere, in Steuererklärung oder mit meinen Kindern. Oder also Sie investieren in die Kinder? Oder in Ihr Kind? Ja, wir haben jetzt eine wunderbare Tochter. In die investiere ich natürlich gerne Zeit oder spiele mit ihr oder bin mit ihr. Ja. Aber auch in Projekte wie jetzt. Ja, ich glaube, das war gerade ein ganz entscheidender Punkt, nämlich die Freiwilligkeit. Und zwar, wenn du in irgendeiner Situation von außen gezwängt wirst, fühlst du dich eigentlich immer schlecht, obwohl es dir vielleicht sogar gut tut. Sei es jetzt zum Beispiel als Veganer, glaube ich, das ist eine gesunde Ernährung, das tut der Welt gut, aber wenn dich jemand zum Veganismus zwingt, wirst du damit nie glücklich. Ja, ja. Und das ist genauso, wenn ich dich zur Arbeit zwinge, dann wirst du damit nie glücklich. Aber wenn du einer Arbeit, eigentlich deiner Berufung folgst, aus inneren Stücken, aus einer intrinsischen Motivation heraus etwas tust, dann bringt es, glaube ich, Erfüllung. Und von daher ist das eine Situation, die du sehr gut beschrieben hast. Du kannst eigentlich gar nicht glücklich sein in dieser Situation, die du mit einem Fußtritt aus irgendwelchen Insolvenzen oder so weiter hineingeschlittert wirst, das ist ja eigentlich unmöglich. Aber bei uns war das ja eben was anderes. Es war ein langer Weg, viele Jahre des Grübelns auch. Was kann ich eigentlich dazu beitragen, dass die Welt mehr sich miteinander befriedet? Weil ich glaube, wir sind alle uns einig, dass wir eigentlich eine Welt wollen, die nicht mehr in Krieg und in Terror lebt. Und von daher, da war ein sehr langer Weg, der mich dazu hingeführt hat. Und ja, deswegen, glaube ich, sind wir uns alle auf einer Ebene auch irgendwo einig. Und wenn es Menschen gibt, ich begegne den meisten Menschen immer mit sehr viel Respekt. Ob die arm oder reich sind, spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Ich begegne den Mensch als Menschen. Und da hat sich bis jetzt auch keiner beschwert. Also für mich stößt das Konzept Geld, das monetäre System, erstmal an seine Grenzen, dass es gerade zerfallen ist. Wir wissen, nicht nur Griechenland ist pleite, Deutschland ist auch nicht AAA, sondern D-Zahlungsausfall. Wir sind auch bankrott, unser Staat. Wir glauben bloß, wir sind ein bisschen produktiver und es läuft noch ein bisschen länger und wir haben noch so ein kleines Wachstum. Aber eigentlich das gesamte Finanzwesen, das sich mittlerweile um die ganze Welt gespannt hat, ist am Zerbröckeln. Und es kann gerade uns, die wir heute in einer perversen Überflussgesellschaft leben, nicht wie in Mangel, wie in anderen Teilen der Welt, gerade uns besonders an Kragen gehen, wenn wir nicht ganz schleunigst aus einer Freiwilligkeit, aus dem Bewusstsein heraus unseren Konsum, also damit eigentlich die Fläche und die Ressourcen, die wir von der Erde beanspruchen, senken. Und zwar aus einer Freiwilligkeit heraus, die nicht von Seiten des Staates oder irgendeiner Umweltorganisation oder so weiter uns auferzwingen wird. Oder wie du gesagt hast, missionieren. Ich versuche überhaupt nicht zu missionieren. Ich glaube, sehr viele grüne Aktivisten gar nicht. Sondern es geht eigentlich an Informationen zu teilen und Möglichkeiten aufzuweisen, wie man heute schon sich verändern kann, ohne dass es Schmerz oder dass es ein Verzicht ist, sondern eigentlich etwas, jetzt fühle ich mich wohl, weil ich kann endlich so handeln, dass ich mich ganzheitlich wohlfühle.
Freude damit. Also ich kenne jemanden, ein Bekannter von mir, der ist Künstler, Bildhauer, macht eben auch Skizzen und Zeichnungen. Der bezahlt seinen Zahnarzt nicht mit Geld, sondern mit Zeichnungen. Der kann einfach hingehen, kriegt eine Zahnarztbehandlung und seitdem hängen bei dem Zahnarzt, der tauscht. Bei dem hängen in der Praxis natürlich die Wände voll mit Bildern. Wollte ich auch vorschlagen. Also ein Lösungsvorschlag, wenn Ralf Helmer mit seiner Tochter zum Arzt geht, dann sagt er, ich streiche ihn dafür, es wartet immer. Habe ich gemacht, sei es beim Frauenarzt oder auch Zahnarzt. Mhm. Ich biete auch immer eigentlich einen Tausch an, aber eigentlich, was wir machen, dieser Geldkonsumstreik, da geht es uns auch nicht darum, diesen falschen Gedanken von Adam Smith, dass wir früher alle getauscht haben, sondern wir haben uns früher beschenkt. Das war normal und das tun wir auch heute noch. Zum Beispiel, wenn du zu mir zum Essen kommst, dann verlange ich auch nicht von dir, dass du mir danach den Abwasch machst, sondern das machst du entweder freiwillig oder lässt es bleiben. Aber ich glaube, dass viel schöner ist, wenn wir aus einer Freiheit heraus unsere Gaben, unsere Qualitäten miteinander mit unserer Gesellschaft teilen. Von daher halte ich vom Tausch eigentlich sehr wenig. Es ist auf jeden Fall sehr viel sozialer. Da gibt es ja jetzt auch immer mehr Kreise, die sich in Städten bilden und da tauscht man sich aus. Der eine kann massieren, der andere kann streichen, Fahrrad reparieren, ist alles schön. Aber ich glaube, wir können in der Evolution der Menschheit noch einen ganz großen Schritt nach vorne gehen, wenn wir wirklich in den Moment kommen, wo jeder das gibt, was er kann, zu dem Moment. Und das heißt auch nicht, dass du, wenn du 2 Jahre gerade irgendwie eine Depression hast oder dir geht es körperlich schlecht, dass du dann nichts mehr bekommst, sondern irgendwann kommt deine Zeit. Und ich glaube, da sollten wir wieder ein gewisses Vertrauen an den Tag legen in unsere Menschheit, in unsere Familie, Menschheit, in der wir leben. Mhm. Heißt eigentlich, die Menschen sollen wieder näher zusammenrücken, ja, oder? Absolut, international. Ah, okay, also das ist ja eigentlich auch ein Gedanke, den Raphael Fellmer hat, oder? Nur ohne, dass man sich's kauft. Genau, also meine Idee ist eher, dass es ohne Geld funktioniert. Genauso wie Couchsurfing zum Beispiel, was ähnliches ist, was auch funktioniert heute schon. Oder jetzt haben wir foodsharing.de gestartet, wo jeder quasi Möglichkeit hat, seine Lebensmittel, die er vom Urlaub nicht mehr verzehren kann oder so weiter, kostenlos weiterschenken kann. Und da kann jeder mitmachen, foodsharing.de. Aha, und das ist eine ganz neue Geschichte, eine ganz neue Aktion? Genau, mit Valentin Thurn, das ist der von Taste the Waste, diesen Film über die Lebensmittelverschwendung. Der hat das ins Leben gerufen. Ich bin dann quasi aufgestiegen auf den Zug und bin jetzt für Berlin zuständig und versuche das auch in die Welt zu tragen, dass wir alle mehr teilen können, wo wir eigentlich alle mehr von haben. Genauso wie ein Lächeln, da kann man eigentlich nur gewinnen, wenn man das schenkt. Ja. Also ich finde das auch einen wichtigen Punkt, was da angesprochen war, so ein bisschen die Peinlichkeit oder der Scham eigentlich vom Fragen, sag mal, könntest du mir helfen, sei es mit Essen oder beim Umzug. Ich glaube, das haben wir verloren zwischen unseren Freunden, aber auch unseren Nachbarn und überhaupt unseren Mitmenschen, mit denen wir zu tun haben, Arbeitskollegen oder... Ja, aber das kommt auf das Gefälle an. Wenn das Gefälle so hoch ist wie bei mir damals, ist die Scham natürlich auch viel größer. Aber ich glaube, ist es denn so einfach, irgendwas einfach anzunehmen? Ich sage jetzt mal, ich spüle und der andere sagt dann, ja, okay, aber ich meine, jetzt habe ich nur eine Kleinigkeit zu essen gekriegt, aber einen riesigen Berg zu spülen. So war die Wette eigentlich nicht gemacht. Wir sind doch eigentlich gewohnt, heutzutage immer alles abzuwägen. Ja? Gar nicht so einfach, denke ich. Ja, aber das Geben und Nehmen, das muss stimmen, aber es muss ja nicht immer 1:1 wiedergeleistet werden. Ich kann was in das Universum hineinschenken und krieg's von irgendjemand anders wieder. So, das ist die Idee dahinter. Ja. Aber die ist eigentlich nicht neu. Also es ist eigentlich ein ganz christlicher Gedanke, den mir schon meine Großeltern vorgelebt haben. Und wie ich meine, wie Gemeinschaften eigentlich auch nur funktionieren können. Auch Familien funktionieren nach diesem Prinzip. Es ist ja nie 1:1 ausgewogen. Muss es ja auch nicht sein. Vertrauen ist ja immer ein Vorschuss, den man gibt. Ne? Und ich glaube, da geht es letztendlich um das Vertrauen, um das Zutrauen, dass wenn ich etwas reingebe in die Gemeinschaft, dann verpufft es dann nicht einfach nur so. Und ich habe mich im Prinzip überfahren lassen von fremden Bedürfnissen, sondern eine Gemeinschaft lebt dadurch, dass jeder was reingibt. Und egal, was dann rauskommt, das Reingeben ist erstmal das Entscheidende. Und dann funktioniert es normalerweise auch gut. Das ist ja, das ist eine jahrtausendealte Erfahrung, dass es so funktioniert. Und nur wir haben es jetzt in den letzten 100, 200 Jahren noch ein bisschen anders geregelt. Und was nur ein Wimpernschlag in der Geschichte ist eigentlich. Absolut, natürlich. Das ist die absolute Ausnahme. Ja. Beziehungsweise Erwartungen können eigentlich auch, die werden enttäuscht. Und das heißt, wenn ich keine Erwartungen an den Alltag lege, dann kann ich auch sehr viel weniger enttäuscht werden. Von daher eigentlich mehr die Wertschätzung von dem Essen, was uns die Erde noch schenkt, oder der Freund, der mir hilft beim Umzug, oder jemand, der Klavier spielen kann und mir Klavierspielen beibringt. Oder Spanisch. Und das heißt, wenn ich aber da keine Erwartung an, wenn ich dir jetzt den Abwasch mache und dann aber, jetzt hoffe ich aber, dass die mir ein super Essen kocht, sondern ich mache es einfach so, weil ich Freude dran habe, dann ist das Verhältnis auch zwischen den Menschen sehr viel gesünder.
aber auch während der Reise ohne Geld eben immer in diesen Tauschdeals zu sein, hat dann mir auch sehr viel gebracht. Alleine eine höhere Wertschätzung von kleinen Dingen. So, man kennt das ja, man geht in ein Restaurant, man verdient sein Geld und für 30 Euro wird dann irgendwas Großes gegessen und das ist so, ja, das ist halt passiert. Und eigentlich durch diese Reise ohne Geld habe ich eigentlich gelernt, kleinere Dinge viel mehr wertzuschätzen. Ne? Manchmal gab es Tage, nur irgendwie jemand gibt mir ein Sandwich oder einen Apfel und das war dann schon alleine das irgendwie zu bekommen, die Kleinigkeit. Mhm. Und da drin zu sehen, wie toll kann es sein, einen Apfel zu bekommen. Ne? Das ist Standard überhaupt. Und das hat sich bei mir auch so nachhaltig mitgetragen, da eine größere Freude drin zu haben. Was macht noch glücklich, außer keinen Besitz zu haben, Zeit zu besitzen? Ist es vielleicht auch die selbstbestimmte Art und Weise zu leben von Aussteigern wie Ihnen? Also ich glaube, dass das Glücklichsein, darüber hatten wir vorhin schon ein bisschen gesprochen, und zwar, dass es ja eigentlich darum geht, ich kann erst ganzheitlich glücklich sein, wenn es den anderen auch gut geht. Mhm. Wenn ich einen Nachbar habe, der neben mir die ganze Zeit so wie ein Tropf daherkommt, dann fühle ich mich doch nicht so wohl. Das ist genauso wie deine näheren Familienkreise sich wohler fühlen oder Bekanntenkreise, genauso ist mit den Menschen in Afrika. Natürlich habe ich mit denen nichts zu tun, ich kenne die nicht, die da Hunger leiden, aber ich würde mich, glaube ich, so wie die meisten Menschen ganzheitlicher glücklich schätzen und fühlen, wenn ich weiß, den anderen Menschen geht es auch gut auf der Erde. Herr Plöger? Ich glaube, die Selbstbestimmung ist einer der zentralen Punkte dabei. Klären Sie uns auf als Psychologe. Oh, bin ich jetzt in der Aufklärerrolle? Na gut. Nein, die Selbstbestimmung ist, glaube ich, deswegen zentral, weil man sieht es an der Angst. Ne? Warum bin ich denn, warum bist du glücklich, wenn du nach Hause kommst und hast endlich wieder Geld? Doch letztendlich, weil dann die Angst fehlt, ohne Geld falle ich hinten rüber und habe gar nichts mehr. Aber Geld ist nicht die einzige Möglichkeit, das wieder abzufangen, dieses Gefühl der Angst auszugleichen oder wegzumachen. Sondern Geld hindert uns auch an Selbstbestimmung in der Beziehung. Weil wenn das Geld da ist, habe ich keine Angst mehr. Wenn das Geld ein bisschen weniger wert, kriege ich wieder Angst. Und Angst ist letztendlich ja arbeitet der Selbstbestimmung immer entgegen. Wenn ich Angst habe, Geld zu verlieren, dann bin ich umso weniger selbstbestimmt. Und wie schwer ist es, loszulassen? Der erste Schritt war bestimmt... Der erste Schritt ist der aller schwierigste. Also es gibt ja dieses gewisse Sprichwort, ich setze den Fuß in die Luft und sie trug. Das kannst du aber eigentlich erst diese Erfahrung machen, wenn du so eine Reise machst oder wenn du einfach, mal, wie wenn du noch nie eine Freundin hast, irgendwann musst du anfangen oder einen Freund. Also irgendwann zu beginnen und zu sagen, ich liebe jetzt jemanden und dadurch kann ich auch verletzt werden. Quasi diesen Schritt wirklich zu den Menschen hin und damit sich selber eigentlich auch entdecken oder uns zu entdecken als Menschheit. Das heißt, man muss einfach ins Leben vertrauen. In sich selbst und in seine Mitmenschen. Also ich glaube, es ist ein bisschen so wie der Liebe. Ich kann erst die anderen Menschen wahrhaftig lieben, wenn ich mich selbst auch annehme, wertschätze und mich auch liebe. Gott, was wird denn Ihre Tochter mal zum Lebensstil ihrer Eltern sagen? Wir haben das vorhin im Film gesehen, da wurde das gefragt. Auch machen Sie sich da Gedanken drüber, dass sie ja später mal mit Konsum in Berührung kommen wird? Also da will ich ganz kurz noch was zu sagen. Und zwar hast du gesagt, wir müssen das Auto aufgeben. Und ein paar Jahre später haben deine Kinder gesagt, bitte Mutti, lass uns das Auto abschieben. Das heißt, aus einer Freiwilligkeit und aus dem Bewusstsein heraus, was bei deinen Kindern entstanden ist, auch durch deine Erziehung mit Sicherheit. Ja, und das älteste Kind war schon 18 damals. Genau. Also die waren älter. Ja. Ne? Also das ist schon auch nochmal ein Unterschied. Alma ist ein Jahr erst, ja. Genau, Alma ist ein Jahr. Also, was irgendwann wir versuchen, wird sie am Käsestückchen knabbern oder an der Schokolade stehen. Ja, das mag natürlich sein. Wir versuchen da das so ethisch wie möglich, die Ernährung zu gestalten. Natürlich auch gesund, wie es geht. Deswegen natürlich bio und vegan. Und ich denke, dass wir unseren Kindern, alle Eltern, eigentlich in Freiheit und Liebe erziehen sollten. Und da ich natürlich jetzt glaube, dass die Freiheit und Liebe zwar für unser Kind da ist, wenn wir dem Fleischkotelett in einem Auto vorfahren würden, das mag ja sein, aber das Kind quasi auch in der Welt groß werden zu lassen, wo wir an die anderen denken und nicht nur uns als Familie sehen. Und von daher am Ende entscheidet das Kind, welchen Weg es gehen möchte. Sie sagen es, wir überlassen das Urteil den Kindern, denn die sind ja auch die, die entscheiden, welches Gesellschaftsmodell sich dann letzten Endes durchsetzt. Unsere Buchtipps zum Thema finden Sie auf 1plus.de und dort können Sie natürlich auch nochmal die komplette Sendung ansehen. Auf Wiedersehen. Danke an meine Gäste. In diesem Sinne.